Hi, hi, da bin ich wieder. Ich habe mal wieder einen Karton. Ich sage immer einen wunderschönen Karton, aber der Karton an sich ist nicht schön, aber der Inhalt ist wunderschön. Ich habe wieder mal 6 Euro Einfuhrgebühr und ich glaube 60 Euro. Ich habe gerade, oder nee, da steht es ja noch, 63 Euro Zoll gezahlt. Das tut immer ganz kurz weh. Aber dann freut man sich natürlich über den Inhalt. Wobei, es ist schon echt heftig, weil ich habe von dieser Firma jetzt 2, 3 Pakete und aus irgendeinem Grund, vielleicht stand es ja da und ich habe es nicht gelesen, verschicken die alles einzeln. Das heißt, einzeln Einfuhrgebühr, einzeln versteuert. Ah! Aber gut, Custom oder wie die heißen, ganz neu bestellt. So, ich hoffe also, das sind meine Turtles. Wenn ich mich nicht irre, aber was soll das sonst sein? Ja, die sind auch grün, mit diesen grünen, habe ich euch ja schon letztens gezeigt, mit diesem grünen Verpackungsmaterial. Ah, das ist so grün. Okay, ich zeig's euch. Ich hole die erstmal alle raus. Ihr könnt euch erinnern, das letzte Mal, waren die Sachen ganz schön verdellt. Da wollte ich mich eigentlich noch bei der Firma melden. Aber ich denke, hoffe, dass die jetzt gut angekommen sind. 100 Euro Versand plus nochmal, was waren das auch, 60, 70 Euro Zoll. Und die Sachen kommen zerdellt an. Naja, so, also ich bin jetzt nicht so, also mir ist jetzt nicht die Verpackung jetzt so mega wichtig. Aber es gibt so die eine oder andere Verpackung, gerade dieses Artwork, das hätte ich schon im Ganzen gerne gehabt, ohne dass ich es zerdellt habe. Wie putzig oder Donatello. Dieser Roboter ist ja mega cool. Von Pizza. Ah, ich will mal erstmal auspacken. Erstmal auspacken. So. Oh, der Last Woman, habe ich den bestellt? Ich muss aufpassen, was für mich ist und was nicht für mich ist. So. Die zwei sind für mich. Dieses Set ist auch für mich. Da ist noch die Rechnung. Und der hier, der Last Woman, ist auch für mich. Und das hier ist nicht für mich. Okay. Es gibt ein paar Dinge, die darf ich mit auspacken und zeigen von Freunden. Und es gibt ein paar Dinge, das wollen die nicht. Aber ist okay. Ich meine, jedem das seine. Und das muss man auch akzeptieren. Und so, ich habe jetzt meine Sachen. Super. Ich zeige euch jetzt mal, was ich demnächst auspacken werde. Warum fange ich damit an? Fangen wir mit dem Roboter an. So, dieser wunderschöne Polizeiroboter ist ja aus der Cartoon-Serie zu den Turtles. Und ich hätte nie gedacht, dass es den zu kaufen gibt. Ich weiß auch nicht, ob es ihn aus den 80ern, 90ern als Figur gibt, ehrlich gesagt. Ich war sehr überrascht, als ich ihn gesehen habe. Und ich kann mich nur vage daran erinnern, an diese Folge. Ja. Aber cool. Selbst die Verpackung sieht schon richtig schön aus. Die hat die Nika-Verpackungen zu den Cartoon-Zeichentrickfilmen. Ist eigentlich wie ein Comic. Richtig schön. Ich meine, es fühlt sich gut an. Es ist nicht so, ihr wisst, es gibt auch Comics, die so raus sind. Oh, da krieg ich Gänsehaut. Die sind schön glatt. Ja, die spiegeln jetzt ein bisschen, aber die sind wirklich, die wirken einfach hochwertig. Sehr schön sogar. Und hier das Artwork, das sieht so schön aus. Das tut richtig weh, wenn man so eine Verpackung wegschmeißen müsste. Und dann, jetzt kommt nämlich das Beste. Tada! Kann man sich die Figur angucken. Das heißt, boah, es ist ein Brummer. Das heißt, wenn man sich dazu entscheiden sollte, diese Figuren nicht auszupacken, kann man sie sich noch angucken. Man hat innen noch mal ein schönes Artwork. Finde ich sehr schön gemacht. Das ist schon ein Brummer hier. Ich meine, der ist auch schwer, ja? Der hat schon Gewicht. Der hat auch noch ganz schön viel Zubehör. Ach cool, der hat hier Kassetten. Das ist ja geil. Noch mehr von diesen kleinen Mini-Kassetten. Ich bin mega Fan von diesen kleinen Mini-Kassetten. Ich finde die so toll. Dann hat er hier noch so ein Gerät. Ich meine, und was hat er hier? Noch eine Waffe und noch eine Waffe.
Aber dann hat er bestimmt auch irgendwo austauschbare Hände, weil wie hält er denn die Waffen? Ach, der kann ja an die Seite dran klipsen, aber der muss ja auch irgendwie halten können. Ich sehe jetzt keine Hände. Das ist immer der Nachteil, wenn man, wenn das so spiegelt. Ach cool, man kann das oben sogar aufklappen, sehe ich gerade von hinten. Ah, es gibt da viel, viel zu entdecken. Ich freue mich so sehr, den auszupacken und dann seine Figuren zu stellen. Also ich weiß, dass die, ich weiß nicht mehr, für was die gebaut wurden. Oder hat sie irgendwie Shredder bauen lassen und irgendwie versucht zu vermitteln, dass sie der Polizei helfen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurden die ja umprogrammiert und haben ja die Turtles gejagt und Shredder ja geholfen. Und da ist auch dieses Gerät wieder, wie so typisch von Baxter Stockman in der Hand. Aber die Hände, die austauschbaren Hände, sehe ich nicht. Und ich frage mich, wie er die Waffe in die Hand nimmt. Aber gut, das werden wir noch sehen. Richtig cool. Und das Ganze habe ich mir gleich zweimal geholt. Im Grunde genommen bräuchte man bestimmt mindestens 5 oder 6, dass es cool und realistisch aussieht, wenn die ganzen Roboters kommen und Polizei vor einem Revier sind oder vor Kanal 6 und nicht nur ein Einzelner. Aber die sind ja teuer. Ist ja nicht so, dass die nichts kosten würden. Aber ich dachte mir, bevor ich dann wieder das Doppelte und Dreifache auf den freien Markt bezahle, wobei die waren auch nicht günstig mit dem Zoll, aber ich wollte die unbedingt haben. Und genau, deswegen habe ich mir die geholt. Ja, dann haben wir hier noch ein Zweier-Set, ein Two-Pack oder wie auch immer, zu den Turtles, zum Cartoon. Und hier haben wir noch die anderen Packs. Das finde ich ganz cool, dass man hinten nochmal sieht, welche gibt es. Das sind aber nicht alle. Es gibt im Online, also im Internet, eine Liste, wo alle Turtle-Figuren zum Cartoon einmal aufgelistet, also von NECA direkt. Ich komme sogar auf die Instagram-Seite. Und einmal eine zum Film. Das finde ich ganz cool. Und zu den Spielen, glaube ich. Die waren, glaube ich, auch einzeln. Waren es 3 oder 4 Listen? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist es voll cool. Dann sieht man auch, welche Charaktere rausgekommen sind, welche es gibt. Und leider sieht man nicht, woher man die alle kriegt. Aber ja, dass es die gibt und woher man die bekommt, finde ich schon mal richtig cool. Und die hier, weiß ich, gab es auch in den 80er, 90ern. Bei dem weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ich habe die noch nie gesehen. Ja, noch nie gesehen hier. Mona Lisa und Dirk. Weiß ich jetzt nicht mehr. Also ich hatte ihn auf jeden Fall nicht und ich kann mich auch nicht erinnern. Die haben auch hier dieses kleine Portal und die Bücher und Zubehör, Hände, Waffen. Und er ist auch noch bewaffnet und das wird interessant, die auszupacken, weil ich finde auch richtig cool, dass die ganzen Cartoon-Turtle-Figuren so viel Zubehör haben. Die haben wirklich viel Zubehör. So, das ist das eine. Am liebsten würde ich schon alle auspacken. Und jetzt kommen wir zu der Last Thronen. Ja, als ich das Comic gelesen habe, dachte ich mir, oh mein Gott, geht es zu Ende mit meinen Turtles, die mich hier schon mein Leben lang begleitet haben. Oder beziehungsweise aus meiner Kindheit begleitet haben. Diese düstere Verpackung, ist das das Ende? Das war's mit den Turtles. Und ich dachte mir, ach naja, es wird schon Happy End geben. Gibt das aber nicht, ich will nicht zu viel spoilern, aber wenn ihr dann The Last Ronin gelesen habt und es dann noch weitergeht, ja, das ist nicht so leicht zu akzeptieren, muss ich sagen. Ich meine, es ist eine spannende Geschichte, ja. Die Comics habe ich bis jetzt auch nur auf Englisch gesehen. Ich habe die gebundene Variante, aber es gibt ja auch einen dünn. Ja. Ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Die Turtles, klar, am Anfang düster, die waren ja auch düster oder beziehungsweise auch schwarz-weiß und so und mit Waffen, man hat Blut gesehen. Dann wurden sie, juhu, Cartoon, happy, bunt, farbig, du bist damit groß geworden. Und dann wurden sie einmal 2003 nochmal ein bisschen düsterer. Mega cooler Zeichentrickfilmstil. Eins nach dem Cartoon hier, meiner Lieblings-Cartoons-Serie zu den Turtles. Und dann gab es wieder so mehr für Kinder und dann kommt BÄM! Düster, dunkel. Ja. Ja, damit muss man erstmal, das muss man erstmal verdauen. Und hier ist auch einiges zu sehen an Waffen. Es spiegelt extrem. Hände zum Austauschen und klar die Waffen seiner Brüder und auch einen austauschbaren Kopf, der auch nochmal ein bisschen böse guckt. Ja, was soll ich sagen? Ich will nicht, dass es so zu Ende geht. Ich habe irgendwie gedacht, das wird, keine Ahnung, immer weitergehen. Wisst ihr, wie ich meine? Eine Never-End-Story. Einfach, es wird immer weitergehen mit den Turtles. Die werden halt älter und
keine Ahnung, vielleicht vermehren die sich, was weiß ich, soweit habe ich auch nicht gedacht, aber dass es dann damit zu Ende geht. Oh, das schmerzt, das schmerzt. Da bin ich echt gespannt, weil das ist zu der Last Ronin die Neca-Figur. Und vor ein paar, keine Ahnung, Wochen habe ich die Last Ronin-Figur von Playmate ausgepackt. Und ich bin echt gespannt. Die hat auch so generell ein bisschen mehr Gewicht, aber die ist auch größer. Also, ach ja. Was soll ich dazu sagen? Dann würde ich sagen, ich packe jetzt gleich mal, für euch ist hier erstmal Cut. Und ich packe, ja, ich freue mich jetzt meine Figuren auszupacken. Ich habe hier noch ein Paket, das ich vom Zoll abgeholt habe. Keine Ahnung, warum die das getrennt geschickt haben. Vier, fünf Figuren so, vier, fünf Figuren so. Ist halt so. Das Einzige, woran ich denke, ist, ich freue mich. Den werde ich auch auspacken. Aber das schiebe ich so ein bisschen vor mich her. Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich drauf, den auszupacken. Vielleicht sogar beide gleichzeitig. Es sei denn, mein Freund schreibt jetzt, hey, ich will die doch haben. Dann muss er sich beeilen, sonst ist sie ausgepackt. Aber ja, den freue ich mich auszupacken. Der hat einiges hier, wo ich sehe, zu machen, zu tun und ist schön kunterbunt und ja. So, dann würde ich sagen, das war's erstmal und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, bye bye.